Heute ist Weihnachten. Ich liebe es, dass wir als so große Familie zusammen feiern können. Ich finde, gemeinsam den Baum zu schmücken, ist das Schönste an diesem Festtag. Ich schätze, für meine Kinder sind die Geschenke das Beste. Und was liebst du am meisten an Weihnachten? Hallo, ich bin Ellie Jenux und das ist der 43. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute feiern wir mit unserer Familie Potter Weihnachten. Und das passt sehr, sehr gut, denn ich habe euch auch etwas Weihnachtliches zu verkünden. Am Samstag, den 10. Dezember, möchte ich mit euch gemeinsam ein weihnachtliches Fest aufgrund der 2000 Abonnenten hier auf YouTube feiern. Dabei werden wir uns tatsächlich an einen Speedrun der 100 Baby Challenge heranwagen. Das bedeutet, ich darf den Stream erst beenden, wenn unsere Hauptperson 100 Babys bekommen hat. Und unsere Hauptperson ist übrigens niemand geringerer als Clemens Frost. Außerdem wird es noch Gewinnspiele und viele andere schöne Dinge geben, also trag dir den Termin am besten schon mal in den Kalender ein. Und jetzt starten wir aber gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Ich wollte gerade sagen, Rose ist schon wieder am Zocken, aber das stimmt nicht, denn sie chattet tatsächlich. Ich weiß nicht, mit wem sie chattet. Aber vielleicht hat sie ja online jemanden kennengelernt. Und dann haben wir jetzt auch noch die Benachrichtigung bekommen, dass Betsy in die Jahre gekommen ist und ja, sie leider nicht mehr allzu lange unter uns weilen wird. Und außerdem ist Braune Henne gestorben. Und ich habe keine Ahnung, wieso Braune Henne keinen Namen hatte. Ich glaube langsam irgendwie, der Hühnerstall, den wir haben, ist ein bisschen verbuggt, weil ich versuche auch oft Eier ausbrüten zu lassen und das funktioniert irgendwie nie. Ivy hat im letzten Part, das weiß ich ganz, ganz sicher, erst ein Brutei gesammelt und das wollte ich dann ausbrüten lassen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ja, außerdem hat Emma jetzt Angst vor unerfüllten Träumen und Rose hat Angst vor der Dunkelheit und alles ist einfach unglaublich toll. Aber heute ist Winterfest Eve, also der Vorweihnachtsabend. Und da müssen wir dann am Abend noch dekorieren, dann müssen wir eine festliche Beleuchtung aufhängen und außerdem muss eine festliche Stimmung herrschen. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Ich glaube, heute sollte aber noch Schule sein. Ja, genau. In 2 Stunden ist der Unterricht. Rose, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das passt ja mal gar nicht zu dir. Und irgendwie ist hier eine Versammlung in Ivys Zimmer. Was macht ihr denn so? Livia, wieso bist du denn so müde? Okay, sie wird ins Bett gebracht, glaube ich. Nein. Emma wechselt ihre Windeln und wirft sie auf Ivy. Das ist eine super tolle Familie. Aber Emma, bring mal deine Tochter ins Bett. Sie kann sie ja mal in den Schlaf lesen. Ich habe keine Ahnung, warum Livia in der Nacht nicht geschlafen hat. Oh mein Gott, Coco! Coco? Wieso ist Coco blau? Kann mir wer sagen, warum Coco blau ist? Ivy, steh mal ganz schnell auf. Geh auf die Toilette und dann fragst du mal, was mit deinem Hund los ist. Und dann werden wir aber gleich zur Tierklinik mit ihm fahren. Emma hat irgendwie keinen Bock, Livia etwas vorzulesen. Okay, nein, Livia hat keinen Bock und steht lieber da. Und lacht ganz lieb. Naja, wenn es ihr Spaß macht, soll sie es machen. Wir müssen uns jetzt um Coco kümmern. Das ist eine seltsame Krankheit. Also irgendwie sieht es so aus, als wäre er erkältet. Und jetzt machen wir uns mit Ivy und Coco auf den Weg zur Tierklinik. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mit ihm schon mal in der Tierklinik waren. Normalerweise werden Tiere nämlich, finde ich, voll oft krank. Aber Coco ist anscheinend magisch oder so. Denn ich glaube, mit ihm waren wir tatsächlich noch nie in der Klinik. Ich hoffe übrigens sehr, wir können uns die Behandlung leisten. Ich weiß gerade gar nicht, wie es finanziell bei uns aussieht, aber ich glaube normalerweise, wir sollten zumindest etwas Geld haben. Also ich hoffe, es geht sich aus. Jared und Rose sind in der Schule, perfekt. Und dann kannst du Coco gleich mal zur Behandlung anmelden. Und dann werden wir hier gleich Objekte kaufen. Da gibt es nämlich solche Leckerchen, dass die Tiere eben nicht mehr krank werden. Und das wäre halt perfekt. Auch wenn Coco ja leider schon ein Senior ist. Oh mein Gott, wie süß kann man sein. Wie gesagt, auch wenn er leider schon Senior ist, ich glaube nicht, dass das unser letztes Haustier sein wird. Also vielleicht könnten wir uns dann ja eine Katze holen oder noch einen anderen Hund. Ich meine natürlich nicht gleich, aber ich glaube, diese Familie braucht jede Menge Tiere. Ich glaube, das ist der Wellness-Happen. Ich kaufe einfach mal 2. Diese Tierärzte lassen sich aber immer ganz schön Zeit. Jetzt kommt noch ein anderer vor uns dran. Wir waren vorher da. Und endlich kommen wir dran. Das ist ja wirklich wie im echten Leben. Wir mussten jetzt mindestens schon 2 Stunden warten. Ivy ist traurig.
Ivy hat jetzt auch Angst vor unerfüllten Träumen. Und wir nehmen natürlich die teure Behandlung. Scheue keine Unkosten und heile dein Tier mit der besten Medizin. Wir sind zwar nicht reich, aber wir geben alles für unsere Tiere. Oh, und perfekt. Coco ist wieder so gut wie neu. Dann reisen wir jetzt aber auch gleich nach Hause. Wir haben nämlich heute noch einiges zu erledigen. Also Ivy muss auf jeden Fall zum Markt reisen, weil wir letztens leider nicht geschafft haben, die Dinge zu verkaufen, da Kim schon weg war. Und dann möchte ich außerdem noch, dass Ivy Sophie besuchen geht, also die alte Frau, die in der Farm oben lebt, und dass wir ihr ein kleines Weihnachtsgeschenk vorbeibringen und uns eben noch ein wenig mit ihr anfreunden. Ich glaube, das ist ganz süß und bei Feiertagen sollte einfach niemand allein sein. Und wir sind wieder da und haben Rechnungen bekommen. Gut, das ändert jetzt natürlich alles. Ivy, es tut mir leid. Bevor wir irgendetwas anderes machen, müssen wir noch arbeiten. Sie wird hier mal jäten, dann wird sie die Feldfrucht düngen und sich generell um den Garten kümmern. Ich hoffe, wir können irgendetwas ernten. Wieso können wir das alles nicht ernten? Es ist doch geschützt. Warum wächst das denn nicht? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ja, das ist jetzt eher ungünstig. Weil wir können hier nichts ernten. Dann muss Ivy auf jeden Fall Dinge einmachen. Der Kühlschrank ist leider kaputt. Emma ist gerade dabei, ihn zu reparieren. Sonst können wir leider keine Dinge einmachen. Und das heißt, wir bekommen auch kein Geld. Ivy wird sich in der Zwischenzeit mal um Betsy kümmern. Und dann auch noch um die Hühner. Warum geht in diesem Haushalt immer alles schief? Ja, ist mir egal. Violet, du kannst mögen oder nicht mögen, was du willst. Was war denn das für eine Aktion? Sie hat einfach den Müll rausgenommen, um ihn auf den Boden zu schmeißen. Was machst du jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Sie läuft mit dem Müll in der Hand zu Betsy. Oh, sie sammelt weiteren Müll ein. Okay. Violet, das darfst du. Und was machst du jetzt? Das ist die Frage. Gut, jetzt wirft sie ihn hier weg. Violet soll einfach machen, was sie will. In der Zwischenzeit wird Emma einfach anfangen, Marmelade zuzubereiten. Jared wird in der Schule Freundschaften schließen und Rose wird wie immer fleißig lernen. Violet, könntest du irgendwas Nützliches machen? Ja, könnte sie. Sie könnte Gitarre üben. Üb doch noch ein bisschen Gitarre. Bald wird sie nämlich auch ausziehen und dafür benötigen wir Gitarren-Level 10 und wir haben Level 6. Also ein bisschen dauert es noch, aber ich glaube, wir kommen sehr gut voran. Livia, was machst du jetzt? Braucht Vergnügen. Hast du nichts zum Spielen? Spiel hier mit diesen Bären. Dann spiel noch mit diesen Bären. Und dann machst du einen Nap, weil du bist noch immer müde. Ich weiß nicht, wieso du nicht schlafen möchtest, Kind. Schlafen ist doch schön. Und bevor wir mit Ivy zum Markt gehen, sollte Day auch noch ein bisschen schlafen. Irgendwie hat Ivy in der Nacht kaum geschlafen. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Aber egal. Emma wird jetzt eben jede Menge Dinge zubereiten. Ivy kann sich ein bisschen ausrasten. Das wird ein sehr stressiger Tag. Und wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir genug Geld zusammenbekommen, um die Rechnungen zu bezahlen. Weil ich weiß nicht, was wir sonst morgen machen sollen. Dann ist das Weihnachtsfest und sie haben keinen Strom. Das geht nicht. Darüber sind wir hinaus. Diese Familie sollte Weihnachten schön verbringen. Und Jared hat Dirk getroffen. Wer ist Dirk? Der sieht ja ganz cool aus. Hallo Dirk. Übrigens hat unter dem letzten Part jemand geschrieben, dass Nadja, also das Mädchen, mit dem Jared ein Date hat, die ich eigentlich umgestylt habe. Was hat sie hier für Klamotten an? Habe ich sie nicht umgestylt? Ich habe sie doch umgestylt. Ich verstehe nichts mehr. Anscheinend habe ich das nicht gespeichert. Muss ich dann wohl nachholen. Auf jeden Fall hat jemand geschrieben, sie ist die Schwester von diesem einen, den er nicht mag. Wen mochte er denn nicht? Fabio. Stimmt. Fabio hat den gleichen Nachnamen. Könnte wirklich sein, dass die Geschwister sind. Kann ich das irgendwo nachsehen? Eltern Jeb Harris und Morgan Fries. Und Nadja? Jeb Harris und Morgan Fries. Die sind wirklich Geschwister. Was ist das für ein Zufall? Und Jared macht hier gerade einen Nap. Nein, du musst zum Footballtraining. Diese Sims machen nie das, was sie sollen. Violet wird gerade von Gabriel angerufen und der Hintergrund von meinem Spiel bewegt sich sehr, sehr wild. Aber das ignoriere ich jetzt einfach. Ich habe einen Ring in der Tasche von Kaori gefunden. Ich glaube, sie will mir einen Antrag machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich sagen? Ja? Nein? Wir sagen natürlich, sag ja. Und jetzt sind die beiden verlobt. Oh, ist das süß. Also ich glaube, die beiden sind verlobt. Und jetzt ist auf einmal Nadja da und möchte fix mit Jared zusammen sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halte. Ich glaube nicht, dass Jared jetzt schon eine feste Beziehung möchte. Deshalb sagen wir eher auf keinen Fall. Warum passiert in Sims eigentlich so lange nichts und dann alles auf einmal?
Beziehung, passives Elternteil, neutrale Beziehung und ein wenig Disziplin. Was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Und was ist Emma? Mit ihr hat sie nur glückliche Kindheit, großartige Beziehung und ein wenig Disziplin. Wow, das habe ich echt noch nie gesehen. Sehr, sehr cool. Emma wird jetzt noch ein wenig malen. Wieso ist Nadia da und wieso hat sie nichts an? Ich verstehe nicht, was in meinem Spiel passiert. Ist das schon wieder chaotisch? Ivy muss jetzt aber aufstehen. Day wird jetzt noch etwas backen. Wie gesagt, ich möchte ja, dass Ivy bei Sophie vorbeischaut. Haben wir Zutaten für irgendeinen Kuchen? Einen Honigkuchen könnten wir machen. Eine weiße Torte könnten wir auch machen. Einen Winterkuchen. Das passt perfekt. Ivy macht jetzt einen Winterkuchen. Und dann müssen wir noch alle Sachen, die Emma im Inventar hat, in deren Inventar geben. Ich hoffe wirklich, dass es sich ausgeht mit dem Geld und dass wir die Rechnungen bezahlen können. Rex Tracks. Okay, da ist irgendein Buch für Kleinkinder. Oh nein, wir haben nur mehr 20 Minuten, dann sperrt der Markt zu. Ich hoffe, es geht sich aus. Ich hoffe wirklich sehr, es geht sich aus. Es geht sich ganz sicher nicht aus. Wie soll sich das ausgehen? Warum bin ich so schlecht im Zeitmanagement? Nicht nur in Real Life, sondern auch in Sims. Was ist überhaupt los? Und wir sind da. Kim, bitte sei noch da. Kim, bist du noch da? Gut, Kim ist noch da. Wir werden jetzt einfach die Objekte verkaufen, weil fürs Handeln haben wir wirklich keine Zeit. Ivy, schnell, du musst dich beeilen. Schnell, schnell, schneller. Okay, es ging sich tatsächlich noch aus. Wir verkaufen 17 mal Apfelmarmelade, Blaubeermarmelade. Dann verkaufen wir die Milch. Die Frühlingspflanzen verkaufe ich jetzt einfach auch. 12 mal Himbeermarmelade, 8 mal Karotten und die Winterpflanzen verkaufe ich auch. Wir bekommen 1347 Simoleons. Das ist nicht genug, aber es ist auch nichts. Also, ich glaube, Emma muss dann noch ein oder zwei Gemälde malen, denn wenn ich mich richtig erinnere, sind die Rechnungen... Nein, wobei, ich glaube, es geht sich doch aus. Nein, okay, uns fehlen noch ein bisschen weniger als 300 Simoleons. Das geht sich locker mit ein oder zwei Gemälden aus. Und dann werden wir jetzt mit dem Winterkuchen im Inventar bei Sophie vorbeischauen. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Dann können wir noch schnell mit ihr ein bisschen plaudern, aber leider nicht mehr allzu lange, denn ich möchte heute am Abend auf jeden Fall noch den Baum dekorieren und alles schön herrichten. Aber dafür brauchen wir ja auch Geld. Es funktioniert einfach nie irgendetwas nach Plan in diesem Let's Play. Aber ich glaube, ich bin nicht schuld. Das Spiel ist schuld. Ich mache alles richtig. Oder so. Und wir sind da. Dann werden wir jetzt mal den Tag verschönern. Dann können wir ihr ein Kompliment machen. Denn ich möchte mich nicht über das Winterfest beschweren. Ich möchte was Positives sagen. Wir werden einmal Winterfeststimmung teilen. Dann werden wir ihr Kochtipps geben. Okay, sie freut sich ein bisschen über das Winterfest. Wahrscheinlich freut sie sich nicht so, weil sie eben ganz alleine wohnt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie das einfach ein bisschen traurig macht, dass sie niemanden hat, mit dem sie feiern kann. Dann werden wir einfach mal singen. Dann werden wir mit ihr tratschen. Dann werden wir dröhnend lachen, was auch immer das sein soll. Oh, Ivy kann so schön singen. Und dann werden wir ihr sagen, dass wir leider ziemlich im Stress sind, aber dass wir ihr sehr gern ein Geschenk geben würden. Und zwar haben wir extra für sie einen Kuchen gebacken. Der ist sogar von ausgezeichneter Qualität. Also ich hoffe, sie freut sich drüber. Und? Freust du dich drüber, Sophie? Ich weiß nicht. Sie fühlt sich jetzt irgendwie unwohl. Oh, ja, sie hat sich gefreut. Okay, perfekt. Dann ciao, Sophie. Wir müssen leider schon wieder weg, aber du hast auch Besseres zu tun. Wir müssen nämlich nach Hause und das Haus dekorieren und die Rechnungen bezahlen. So viel Stress in dieser Familie. Irgendwer von euch hat im letzten oder vorletzten Part auch vorgeschlagen, Daisy könnte der Familie ja Geld geben. Finde ich prinzipiell eine nette Idee, aber irgendwie glaube ich, Emma würde das nicht wollen. Also ich glaube, Emma würde nicht wollen, dass eines ihrer Kinder ihr Geld gibt. Da würde sie sich, glaube ich, sehr, sehr schlecht fühlen. Gut, wir sind wieder da. Können wir jetzt was ernten? Vielleicht können wir jetzt was ernten. Das sieht doch gut aus. Unser Kürbis sieht nämlich auch schon absolut toll aus. Wann ist da denn eigentlich der nächste passende Markt? Riesenfeldfruchtmarkt von Finchwick. Der wäre nächsten Samstag. Dann muss Ivy schon noch ganz schön lange bei uns leben. Hier hat nämlich Livia Geburtstag. Genau, wer hat hier Geburtstag? Emma? Aber sie wird noch nicht zur Seniorin, oder?
Nein, okay. Puh, ich habe mich jetzt schon erschrocken, aber wir haben noch jede Menge Zeit in dieser Generation. Die Pilze können wir leider doch noch nicht ernten, aber zumindest kann man hier etwas jäten. Emma, nein, Violet, wieso malst du denn jetzt hier? Du gehst Gitarre üben. Jeder hat seine Aufgabengebiete. Das ist nun mal so. Und Emma wird ein großes, surrealistisches Gemälde malen. Wir haben jetzt 20 Uhr und ich glaube tatsächlich, wir werden lieber jetzt die ganzen Sachen für Weihnachten kaufen und uns morgen um die Rechnungen kümmern. Ich hoffe sehr, dass das kein Fehler war. Was ist denn der günstigste Baum? Ich glaube, den können wir nämlich auch selbst dekorieren. 190, das finde ich sogar in Ordnung und ich finde, der passt hier sehr gut hin. Wo stellen wir den denn hin? Wir könnten ihn einfach hier hinstellen. Ich glaube, das ist ein guter Platz. Er steht dann zwar ein bisschen im Weg, aber ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Eck dafür. Vielleicht auch noch so Feiertagsgirlanden? Nein, 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 das ist unnötig. Aber wir können ja mit der Dekobox dekorieren. Jared, mach du das schnell. Du wirst Dekorationen anbringen. Ah, hier haben wir jetzt ein bisschen Deko. Sieht ganz in Ordnung aus. Schlichter als gedacht, aber zumindest haben wir weiße Weihnachten und das ist ja sehr, sehr schön. Und ich sehe gerade, Coco hat ins Haus gekackt. Jared, kannst du mal bitte die Kacke vom Hund wegmachen? Danke. Und Rose, du wirst den Baum dekorieren. Baumdecke, oh, ist das schön. Weihnachtsstern in Rot und Grün, einfach alle. Alle müssen mitmachen. Dann werden wir noch ein Band in Rot und Gold machen und wieder müssen alle mitmachen. Ich glaube, die machen alle nicht mit, aber ist mir egal. Und dann auch noch das. Und eine Sache gibt es, glaube ich, noch. Genau, die Spitze. Ich glaube, das wird jetzt viel zu viel. Hat gerade jemand die Geschenke weggeräumt? Das ist wirklich süß. Irgendwie beteiligen sich zwar nur Rose und Ivy daran und sonst macht niemand mit, aber ist ja nicht so schlimm. Und Emma hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Schon wieder dieses Bild. Wie oft will sie das eigentlich noch malen? Aber es bringt uns 3517 Simoleons. Ich möchte mich nicht darüber beschweren. Sehr gut, dann können wir danach zumindest die Rechnung bezahlen. Aber ich möchte das jetzt genießen. Okay, Emma und Jared sind mittlerweile auch schon dabei. Violet, dann darfst du auch mal aufhören zum Gitarre spielen und kannst auch mit dekorieren. Das ist so süß. Es ist zwar irgendwie schade, dass Daisy nicht mehr dabei ist, aber zumindest sind sonst noch alle da. Und Nadja ist auch noch da in Unterwäsche. Ist das schön. Schön, dass sie den Feiertag bei uns verbringt. Emma freut das sicher sehr und stellt das auch gar nicht in Frage, dass sie da in Unterwäsche herumläuft. Toll. Einfach toll. Der Baum ist jetzt tatsächlich schon fast fertig geschmückt. Sie müssen ihn dann noch beleuchten. Und dann werden wir auch noch Geschenkeberg unter den Baum legen. Sonst können wir leider nichts machen. Lichtsteuerung. Ja, ich muss mal sehen, wie das Licht aussieht. Dieser Baum ist so süß und alle freuen sich so drüber. Ich glaube tatsächlich, wir haben gerade zum ersten Mal in dieser Familie einen Feiertag erfolgreich abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Und warum kümmert sich eigentlich niemand um irgendwas? Kann irgendwer Livia Essen geben? Was passiert eigentlich? Ganz schön stressig hier. Und wir haben jetzt 8 Uhr früh und die meisten aus der Familie Potter sind tatsächlich schon wach. Fragt mich nicht warum. Ivy und Emma sind in der Küche und Ivy wird jetzt mal ein Festmahl zubereiten. Sie wird ein festliches Frühstück machen und Emma kann dann ja noch etwas backen. Wie gesagt, wir feiern heute richtig groß Weihnachten und da gehört ein Festessen natürlich dazu. Was können wir denn alles machen? Einen Apfelkuchen. Das finde ich eine gute Idee. Wir machen einen Apfelkuchen. Violet ist noch immer am Gitarre üben. Sie hat mittlerweile Gitarre Level 7, fast Level 8. Also im nächsten oder übernächsten Part kann sie dann auch schon ausziehen. Jared ist Jared und wird jetzt einfach mal energiegeladen boxen. Unsere Rose, was macht Rose schon wieder? Sie chattet und aus irgendeinem Grund ist ihre Verantwortung dabei gesunken. Rose, möchte ich wissen, was du für Nachrichten schreibst oder eher nicht? Aber lernt sie da eigentlich auch jemanden kennen? Ich glaube nicht, oder? Kennt sie irgendwen, den sie davor noch nicht kannte? Ich glaube nicht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Für was habe ich denn die Simda-App? Ich will die viel mehr ausnützen. Sie wird jetzt im Simda-Chatroom mit jemandem Kontakte knüpfen.
Mit wem könnte sie schreiben? Ich möchte jemanden, der ein bisschen nerdig ist und eben zu ihr passt. Vielleicht auch jemand, den sie in der Schule schon gesehen hat, aber noch nicht mit ihm gesprochen hat. Wer würde da denn passen? Das ist sehr schwer. Wo ist ein Nerd? Wer sieht aus wie ein Nerd? Ja, irgendwie niemand. Jaden Price? Der ist ganz sicher der Bruder von Sydney, oder? Er sieht genau aus wie Sydney. Er hat sogar die gleiche Frisur, die Sydney damals hatte. Nehmen wir einfach Dominik Grusel. Ja, das war jetzt eine sehr spontane Entscheidung, aber ich habe mich dafür entschieden. Violet wird von Annika angerufen. Ja, Ulrike Wolfskind. Ja gut, lernt euch besser kennen. Ist mir eigentlich egal, Annika. Wir haben schon seit längerem nicht mehr so viel miteinander zu tun. Ja, die Einzige, die übrigens noch schläft, ist unsere Livia. Den Tag werde ich jetzt aber einfach noch ein bisschen weiterspielen. Und am Abend werden wir dann das Weihnachtsfest feiern. Die Veranstaltung könnten wir ja eigentlich gleich mal planen. Väterchen Frost erscheint nämlich meist so gegen 20 Uhr. Das heißt, wir werden auch die Weihnachtsparty erst am Abend machen. Es gibt gar keine offizielle Weihnachtsfeier, dann machen wir einfach eine Hausparty. Gastgeber sind alle, die zu Hause wohnen. Und die Gäste sind. Livia ist ja sowieso da. Ich hätte gesagt, wir laden Raoul ein. Dann Kaori. Leo, Daisy, Bridget, Sydney, Lenny und Gabriel. Ich glaube, das passt dann schon, weil sonst haben wir zu viele. Also wenn wir die ganzen Chance jetzt noch dazu einladen. Kennen wir eigentlich Gabriels Kind nicht? Irgendjemand hat Gabriels Kind doch kennengelernt, oder? Seltsam. Ja gut. Können wir leider auch nicht einladen. Entertainer, Mixer und Caterer brauchen wir nicht. Und das Ganze findet natürlich hier statt. Und wir starten, hätte ich gesagt, um 18 Uhr. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Also werde ich bis dorthin jetzt noch alles vorbereiten und die Zeit ein wenig totschlagen, schauen, dass es allen gut geht. Und wir sehen uns dann um 18 Uhr wieder. Wir haben jetzt 17 Uhr und Rose hat gerade eine SMS von ihrer großen Schwester bekommen. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Dominik Grusel angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Dominik Grusel ist ja der, mit dem Rose ein wenig gechattet hat. Ein wenig ist gut, seht euch deren Liebesleiste an. Fragt mich nicht, wie das passiert ist, aber sie sind jetzt ein Liebespärchen, ohne sich jemals gesehen zu haben. Ja, das ging um einiges schneller als gedacht und ich habe es auch ein wenig übersehen, aber ich finde, er passt vom Aussehen her einfach perfekt zu ihr. Also ich werde ihm noch ein kleines Umstyling geben, dass er noch ein bisschen nerdiger wird. Und sie findet ihn aber jetzt schon sehr attraktiv und ich finde, das passt einfach sehr, sehr gut. Emma fühlt sich aus irgendeinem Grund auch kokett. Emma, was passiert bei dir so? Aufs Flirten eingestellt? Ja, sie hat keinen besonderen Grund. Aber gut, du kannst jetzt nicht weiter schlafen, denn die Party geht gleich los. Ich werde jetzt gleich einmal die Dinge aus dem Kühlschrank nehmen. Wir haben zubereitet ein festliches Frühstück. Und einen angeschnittenen Apfelkuchen. Wow. Ich weiß nicht, wer davon gegessen hat. Ich habe es nicht mitbekommen. Aber natürlich ist er angegessen. Es kann ja nicht sein, dass irgendetwas funktioniert. Und sie denkt über Leo nach. Ja, du musst Leo nicht vermissen. Keine Sorge, er kommt zur Party. Die Party beginnt doch gleich. Und jetzt haben wir 18 Uhr und die Hausparty geht los. Ich bin schon gespannt, wer als erstes da sein wird. Und werfen sich jetzt alle in festliche Klamotten. Oh, ihr seht alle so süß aus. Livia, du natürlich nicht, weil du bist nicht offiziell Teil davon. Sie wünscht sich mit Rose rumalbern. Na, dann mach das gleich mal. Mach einen Hühnerwitz mit ihr. Und dann kannst du Unfug reden. Wer ist das? Wer ist dieser glatzköpfige Mann? Leo. Okay, ich muss da ganz kurz in den Create a Sim. Ich bin jetzt sehr verwirrt, weil Leo hatte noch Haare und Kleidung, als ich ihn in den Kontakten von Emma gesehen habe. Aber jetzt ist er irgendwie nackt und glatzköpfig. Das müssen wir natürlich schnell ändern. Ziehen wir ihm einfach dieses Hemd an. Perfekt. Er hat wieder Haare. Er hat etwas an. Was könnte besser sein? Leo hat jetzt wieder etwas an. Er ist nur irgendwie verschwunden. Leo, wo bist du denn? Ah, okay. Er ist eh hier. Ivy. Ivy hat gerade einen Attraktivitätsalarm auf Lenny. Wow, was für ein Sim. Nein, Ivy, nein, 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 nein. Das ist ekelhaft. Lenny war der Freund deiner Mutter.
Ivy ist anscheinend ein bisschen verwirrt, was deren Sexualität betrifft. Aber nein, Ivy, auch wenn du dich jetzt durch Lanny Coquette fühlst, diese Storyline wird es nicht geben. Ach, Ivy, vielleicht muss sie auch bald jemanden kennenlernen. Und hier haben wir Gabriel. Gabriel, du bist so cool. Du bist einfach der coolste Sim, den ich jemals gesehen habe. Violet, sprich doch mal mit deinem Vater. Und Bridget hat jetzt keine Hose an. Violet macht jetzt einen Witz über eine Hochzeit. Ich weiß auch nicht ganz warum, aber das war das erste, auf das ich geklickt habe. Und Bridget kam ohne Hose. Ja, gut. Wenn sie ohne Hose kommen will, kann sie ohne Hose kommen und... Sydney? Wieso hast du denn nichts an? Du hast doch ein Party-Outfit, das habe ich dir doch erst letztens gegeben. Versteht ihr langsam, was mein Problem ist mit meinen Sims? Die machen alle irgendwas. Die sind alle immer nackt, die machen immer irgendwelche komischen Sachen. Gut, er hat jetzt ein Party-Outfit. Und dann lasst uns Weihnachten feiern. Wie werden wir Weihnachten feiern? Emma, geh mal zu Jared und gib ihm ein Winterfestgeschenk. Schenken wir ihm Bienenwachs? Ivy, schenkst du einen Teil für die Küche? Wow, wir sind echt gut vorbereitet. Violet, hast du irgendetwas, das du deinem Vater schenken könntest? Wo ist denn der überhaupt? Ach, hier oben. Hier oben ist eine Versammlung. Hier ist Leo, Gabriel und Kaori. Die sitzen in Roses Zimmer. Natürlich, weil da steht ein Computer. Und Sims versammeln sich alle da, wo ein Computer steht. Kann sie ihrem Vater nichts schenken? Okay, irgendwie kann sie ihrem Vater nichts schenken. Aber egal, können wir alle gemeinsam singen? Emma, kannst du das irgendwie anzetteln? Zusammen singen. Was ist da jetzt ein Weihnachtslied? Fingle Whips. Alle singen jetzt zusammen Fingle Whips. Nein, es können nicht alle zusammen singen. Warum ist Aiden Bloom hier? Und warum hat er eine Weihnachtsmütze auf? Aiden Bloom? Wo bist du? Aiden Bloom? Hier. Ist das Aiden Bloom? Nein, das ist Dominik Grusel. Das ist der, mit dem Rose gechattet hat. Er verfolgt sie einfach bis nach Hause. Das ist creepy. Wir haben dich nicht eingeladen. Was machst du hier? Er geht zu Rose und... Dominik Grusel möchte einen Schritt weitergehen. Ist Rose zu einer festen Beziehung bereit? Neue Storyline. Rose hat online eben diesen Dominik kennengelernt, weiß natürlich nicht genau, wie er im wirklichen Leben ist, kennt ihn ja nur vom Internet und vielleicht ein paar Fotos. Weiß ja nicht, vielleicht ist Sim da ja gleich wie Tinder. Und auf einmal steht er zu Weihnachten einfach vor ihrer Tür. Natürlich findet sie das absolut gruselig, weil sie weiß ja auch nicht, woher er weiß, wo sie wohnt und alles. Sie ist unfassbar verwirrt und sagt deswegen natürlich, auf keinen Fall. Wir haben uns noch nie gesehen. Was ist mit dir? Geht's dir gut? Dann wird sie ihn beschuldigen, zu schnell vorgeprescht zu sein. Und Rose ist ja ein bisschen socially awkward. Das heißt, ihr ist es jetzt total unangenehm für eure Familie. Dann wird sie ihn einmal die kalte Schulter zeigen. Und dann wird ihre Schwester zu Hilfe eilen, Violet. Wer sonst? Wird sich einmischen. Wird sich einmal grob bei ihm vorstellen. Und sie finden einander absolut schrecklich. Genau das, was ich mir erwartet habe. Dann wird sie ihn jetzt einmal beleidigen. Dann wird sie sagen, seine Mutter sei ein Lama. Es ist Violet. Sie ist einfach so, da können wir nichts machen. Und dann wird sie ihn nach Hause schicken. Wie können wir ihn nach Hause schicken? Ich möchte ihn nach Hause schicken. Sie wird ihn nach Hause schicken. Das war sehr, sehr creepy. Und Väterchen Frost ist da. Väterchen Frost? Geht's dir gut? Wie siehst du denn aus? Dominik Tyson? Wo ist denn Clemens? Du bist doch nicht Clemens. Das ist nicht Clemens. Was ist das schon wieder für ein Weihnachtsfest? Aber Livia, geh du am besten zu Väterchen Frost. Du willst ihn doch ganz sicher kennenlernen. Frag ihn mal nach einem Geschenk. Und dann rede mit dem Fremden. Und sie möchte Väterchen Frost abfangen und das kann sie jetzt. Es sieht echt merkwürdig aus mit den grauen Haaren und dem schwarzen Bart. Sehr, sehr merkwürdig. Aber das fand ich jetzt wirklich creepy, dass dieser Dominik einfach hier aufgetaucht ist. Ich meine, ich weiß, es ist vom Spiel aus eben wegen diesem Lass uns zusammen sein. Aber es war trotzdem creepy, wenn man es jetzt auf die reale Welt ummünzt. Und das versuche ich ja mit diesem Let's Play. Sie hat ihm gegenüber jetzt auch das Gefühl, braucht etwas mehr Freiheit. Rose findet, dass Dominik ein bisschen zu schnell voranschreitet. Vielleicht kann etwas Distanz helfen. Ja,
Rose, ich bin da absolut deiner Meinung. Immerhin haben sie jetzt einen Tag miteinander geschrieben, bisschen geflirtet und auf einmal steht er vor der Tür. Dominic, das ist creepy. Bitte. Und er ist jetzt wegen der Ablehnung deprimiert. Ja, also ich hatte eigentlich eine Love Story zwischen den beiden geplant, aber ich weiß nicht, ob Rose das jetzt auch noch möchte. Wieso liegt denn da schon wieder Hundekacke? Ivy, ich glaube, du bist die Einzige, die sich darum kümmern kann. Wirf das weg. Und Kaori hatte gerade Geburtstag. Okay, Väterchen Frost ist noch immer hier. Irgendwie wird die Tradition nicht erfüllt. Ach, ich weiß doch auch nicht, was schon wieder mit meinem Spiel los ist. Violet, leg mal einen Geschenkeberg unter den Baum. Vielleicht sind einfach zu viele Sims da. Wisst ihr was? Wir schauen jetzt einfach mal kurz dem Schnee zu. Schnee ist schön. Schnee bringt uns in Weihnachtsstimmung. Traumhaft. Gut, können wir die Geschenke irgendwie auspacken? Nein. Ach doch, hier, Geschenke öffnen mit. Das machen wir jetzt natürlich nur mit der Kernfamilie. Also Emma, Jared, Daisy, Rose, Ivy und Livia. Oder können doch alle mitmachen? Ah, da können alle mitmachen. Ja gut. Oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie schwanger ist Daisy denn bitte? Darum kümmern wir uns gleich. Aber packt doch alle mal die Geschenke aus. Und Coco hat ja auch schon wieder niemand gebadet. Diese Familie macht einfach, was sie will. Packt doch mal die Geschenke aus. Livia packt nicht die Geschenke aus, denn Emma bringt sie aufs Töpfchen. Okay. Sydney war als erstes dran und ihm hat sein Geschenk gefallen. Sehr, sehr gut. Kaori und die Väter machen alle nicht mit. Ja, okay, ist nicht so schlimm. Jetzt ist Jared dran und gefällt ihm sein Geschenk? Ja, okay, sehr gut. Ihm gefällt es auch. Was hat er bekommen? Er hat bekommen ein Häschen weit hergeholzt. Okay. Er wird das Geschenk in Ehren halten. Wie süß ist das? Als nächstes dran ist unsere Rose. Ich bin schon sehr gespannt, was sie bekommt. Sie hat sich auch gefreut. Ein Sack voll Geld. Nicht schlecht. Und Livia kann jetzt aufs Töpfchen gehen. Na, gratuliere. Ich glaube, Daisy ist gerade in den Wehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann es sein, dass Daisy gerade in den Wehen ist? Ich muss da jetzt kurz reinschauen. Schwangerschaftstrimester 3, schwanger in den Wehen. Okay. Und zwar mit einem männlichen Sim. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, an dieser Stelle werde ich den Part dann beenden. Und im nächsten Part steigen wir einfach damit ein, dass wir Daisys Kind auf die Welt bringen. Ich glaube, das passt sehr gut. Ivy, mach noch schnell dein Geschenk auf. Sie hat einen Teekocher erhalten. Perfekt. Und dann werde ich den Part an dieser Stelle dann beenden. Und im nächsten Part werden wir dann zuerst mit Daisy spielen, um das Baby auf die Welt zu bringen. Und dann schnell zurück zur Hauptfamilie, denn Livia hat auch Geburtstag. Ganz schön stressig in dieser Familie. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!